Ein herzliches Willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part meiner Ultimate Team-Reihe. Ja, im letzten Part gab es das Pack-Opening mit dem sehr vielen Gelaber danach. Aber ich denke mal, das war für viele sehr interessant, dass ich da mal gezeigt habe, das mit dem Stürmer der englischen Liga. Und das Thema ist ja für mich immer noch nicht durchgekaut. Ich hatte ja eure Vorschläge durchgelesen alle. Und ein Name ist da sehr häufig vorgekommen. Und den werden wir heute auch in diesem Part sehen. Bevor das jetzt alles passiert, dass ich spiele, seht ihr mal wieder die Zusammenfassung oder die Tore aus dem letzten Spiel. Und zwar war das im Online-Season-Spiel. Da habe ich gewonnen, muss ich jetzt schon mal sagen. Aber ihr seht jetzt im Hintergrund die Tore einfach. Es ist nicht viel passiert. Aber das Wichtige ist, ich hatte Benteke als Stürmer eingestellt. Und Benteke hatte vorher bei mir 4 Spiele gemacht und kein Tor in meinem System. Und auch dieses Mal hat es nicht geklappt. Ich glaube, wer hat als erstes Tor geschossen? Ben Arfa und dann, genau. Hatte dann das Tor geschossen, habt ihr ja gerade gesehen, mit links. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber wir werden ihn gleich sehen. Und, ja. Hier, der war das. Ja, Wilshere hat es geschossen. Ja, und somit bin ich jetzt bei 10 Punkten. Und ich brauche 13 Punkte, um hier Meister zu werden. Das heißt, Aufsteiger bin ich sowieso schon in die nächste Liga. Also souverän mit einem Unentschieden zwischendurch. Aber ich will natürlich die 3000 Münzen absahnen. Und dafür muss ich jetzt in diesem Part gewinnen. So, und da das meine Barclay-Mannschaft ist, oder Premier League-Mannschaft, und ich ja jetzt auch mit Schirle spielen werde, Entschuldigung fürs Aufstoß, hatte eben gegessen, habe auch hier vor dieses Pack-Opening-Video gemacht, da habe ich auch schon aufgestoßen die ganze Zeit. ja, ich hatte eure Vorschläge durchgelesen, wer blieb noch offen? Edin Dzeko, Sturridge, Remy, Benteke hatte ich jetzt schon getestet, Sturridge, Remy, Dzeko, Tolovic, Dingsda Bovic, Freddy Bobic. Freddy Bobic, den will ich gerne hier reinmachen. Ja, Jovetic heißt er. Und Eto und hin und her, hast du nicht gesehen. Und jetzt werdet ihr sehen, wen ich in diesem Spiel testen werde. Und das ist der teuerste. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass mir das Geld fehlt. Es ist Jovetic. Und Jovetic ist auch wieder mal ein Marokkaner. Ist er das? Nee, Serbien-Montenegro, okay, ich dachte Marokko irgendwie. Ja, ihr seht, 81er Schuss, Kopfball ist mit 76 jetzt nicht das Beste, 1,85 Meter groß, so groß wie ich. Wichtig ist, und das, deswegen habe ich ihn jetzt genommen, er hat Spielerarbeitsrate Angriff hoch und Verteidigung Mittel. Alle anderen Stürmer haben Angriffsrate Mittel und ich wollte ja endlich mal einen mit hoch testen und deswegen habe ich mich jetzt für Jovetic entschieden. Und ja, dann werden wir jetzt mal ein Spielchen machen. Ich hoffe, ich werde erfolgreich abschließen und einen Gegner finden, der mich das machen lässt, das Spiel. Das wäre schon schön. Mal gucken, ob das auch passt mit den Trikots. Irgendwas hatte ich da doof gemacht. Ja, nee, das ist scheiße. Das ist doch scheiße! Ja, so, besser. Okay, guck mal, was der für eine Mannschaft hat. Brust, ihr Säcke. Brust, du Sack. Geil. Er hat sie drin. Er hat Benteke und Remy vorne drin. Das ist ja das Duell der englischen Ligen hier. Der ZOM weiß jetzt nicht, wie der heißt. Linkes Mittelfeld. Weiß auch nicht, wie der heißt. Ist das Lennon? Aber Lennon ist doch eher Verteidiger. Das ist nicht genau. Egal, aber das passt ja mal. Dann sehen wir jetzt hier, welche englischen Stürmer ganz gut sind und welche nicht. Und ich will das Ding hier einfach nur gewinnen, weil ich will ja gleich mal die Meisterschaft. Das ist die große Frage, Remy. Ja, Eriksen. Young heißt der andere. Young. Kim Jong-wook. Hat er auf der Bank. Ja, komm, mach weg hier. Und los geht das. Ich bin mehr als gespannt. Er hat ein 4-1-2-1-System, glaube ich, gehabt. Das war sehr schön. Danke für diesen Ball. Ein Spiel habe ich heute gemacht, das heißt, ich bin schon ein bisschen warm gespielt. Und das ist immer ganz gut, wenn man schon mal eine Runde gespielt hat. Ja, der Pass kommt sehr schön auf Ben Arfa, der kann auch gleich schießen. Das sah schon ziemlich faulig aus. Das sah faul aus, genauso wie das hier, aber
Oh, das ist Jovetic gewesen. Der hat übrigens auch 4 Sterne. Auch gut zu wissen, dass ein Stürmer mit 4 Sternen, dass man den hat. Ja! Oh, weg damit. Oh, oh, das wird wieder spannend. Ja, das ist Jovetic, mein neuer Mann hier auf dem Platz. Ich gehe jetzt einfach durch, weil es lohnt sich. Oh, nee, die Flanke war scheiße. Gut, die war auch mit links geschossen und der ist halt ein Rechtsfuß. Muss man dazu natürlich wissen. Ja, den muss ich haben. Oh, oh. So, jetzt geht's nach vorne. Ah! Nicht gut gespielt von mir. Oh, Alter! Er will's aber auch wissen. Monreal jetzt. Wo ist eigentlich Schürrle da außen? Nein! Toll! Oh, jetzt kommt er mit seinem Young da angepaced. Ne, Benteke. Okay. Oh, weg damit! Schürrle gerettet hier hinten nochmal. Gehen wir einfach weiter. Wow, wo ist er mit dem Pass? Oh, ich bin da völlig frei vorne schon. Schürrle! Hm, schade. Diese Aufregung. Ey, da darf er nicht mit durchkommen. Das war eine Notbremse hier. Gibt gelb ab. Notbremse. Der Schiedsrichter ist aber ganz schön nett heute. Ja gut, hat man ja vorhin schon gesehen. Hat man ja eben schon gesehen. So, komm. Jetzt wechselt er. Ne, da. Dann kann das ja nichts werden. Ist Remy eigentlich links oder rechtsfuß? Ich glaube, der ist rechtsfuß. Ja. Ja. Das wird echt spannend hier. Ich sehe das schon. Oh, Kopfball. Ah, ich wollte gerade nach vorne schießen, flanken, bringen. Sosi, Sarko. Flanke ins Nimmerland. Was ein Elfmeter! Das war ja sowas von Elfmeter. Vor allen Dingen, wie dreist er da fault. Das ist ein Elfmeter. Es ist ein Elfmeter. Kann man sich das nochmal angucken? Das war doch ein Elfmeter, da pfeift auch keiner. Niemand pfeift da. Ah, schön. Ey, das war sowas von Elfmeter. Also, ich bin ja oft am Übertreiben, aber hier meiner Meinung nach nicht. Er sollte nach oben auf den gehen. Rückpass. Oder war ich das? Okay, war ich noch dran. Das, guckt euch das bitte nochmal an und sagt mir, ob das ein Elfmeter war. Übertreibe ich da jetzt oder lässt der Schiedsrichter hier wirklich gerade alles durchgehen? Ah, ich wusste, dass er da hochspielen wird. Ah, nein, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, jetzt aber Konter, komm. Schön. Und Schürrle, Schürrle. Er macht es vielleicht. Oh Mann, ey. Was war denn das für ein verholperter Schuss? Das war richtig schlecht gemacht von mir. Das kann ich eindeutig besser. Schon wieder die Möglichkeit hier. Oh Mann. Ich mach das Leben... da musst du aber mal pfeifen. Ich mach mir das Leben immer selber schwer, das weiß ich. Könnte es einfacher haben. Ah, shit, ey. Jetzt wollte ich mal von hinten schießen. Kriegst aber nicht auf die Kette. Ja, da muss ich den Torwart hinschicken. Da war er zu voreilig. Gleich mal das Ding wieder nach vorne jagen. Ben Arfa! Und was war das jetzt?
Irgendwer hat mich gefoult. Ich habe keine Ahnung, wer. Ah, ich kann es nicht. Geil, wie halt meine Spieler da vorbeilatschen. Oh, der kretscht aber, der will's aber echt wissen. Auf den soll der doch gar nicht gehen! Wo kommen wir denn da hin? Hottentotten oder was? Ah ja, den muss ich. Ey, das gibt es nicht! War das jetzt Abseits oder Foul? Muss ein Foul gewesen sein. Ey, das ist aber echt hier eine. Ich hätte ja schon führen können. Situation. Mal wieder. Danke. Oh Mann. Note gegen Elend. Los, Benafa! Jetzt der Pass rüber. Schöne mit links. Und da steht er davon. Ich finde, Jovetic steht immer ziemlich gut. Also, daran sollte es nicht liegen. Schöne! Vielleicht hätte ich noch weitergehen sollen, einfach. Also, so viele Möglichkeiten jetzt hier. Da muss doch eigentlich echt mal Klingelingeling machen hier. Egal, Halbzeit. Ich finde, ich mache mich ganz gut. Nur halt das Finishen ist nicht, noch nicht so meine. Ist nicht so meine Stärke hier gerade. Drei gute Chancen. Hei. Aber ja, Jovetic kommt mir ganz gut vor, so positionstechnisch, dass der da ist, wo ich ihn brauche. Ob er jetzt die Finisher-Qualitäten hat, kann man ja noch nicht so sagen. Muss man dann noch sehen. Nein! Auf den unten spiele ich hin! Warum spielt er auf ihn da vorne? Warum geht der Torwart nicht dahin? Und warum passieren dann solche bescheuerten Sachen? Da hätte ich doch schon längst den Ball haben können. Hallo FIFA! Es gibt immer noch was zu verbessern. So. Da oben haben wir Monreal. Mit der Flanke zu nah an den Torwart ran. Ja, da hat er zu lange gewartet. Wischer! Scheiße! Der kann das eigentlich mit links. Ja, es läuft ja eigentlich für mich. Eigentlich läuft's. Ich muss jetzt nur mal hier den Durchgang finden. Ja, das ist halt, das ist dann einfalls und wie ich so gerne sage, fantasielos. Da muss ein besseres Mittel her. Das war er. Aber den hat er noch. Er macht das auch gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kriegt er sogar eine Ecke. Er kriegt eine Ecke für einfach durchrennen. Ich muss ja da ran so. Ich muss da ja so ran. Das hilft ja alles nichts. Und somit wird das wieder eine unglaublich spannende Begegnung, wo ein Tor am Ende entscheiden wird. Und das sehen wir hier nicht. Gott sei Dank. Ich fände, das wäre auch noch nicht verdient, wenn er jetzt ein Tor machen würde. Das wäre meiner Meinung nach nicht verdient. So. Kelly. Hier, guck mal, wie viele Leute um den sind. Warum? Rennt der da nicht hin? Oh, Glück. Glück gehabt von meiner Seite jetzt. Und jetzt der Konter. Die Retourkutsche. Nein, warum? Warum kommt der da auf einmal noch dran? Man weiß es nicht.
Ja, toll. Was ist denn das für eine Abwehr hier? Ja, das wäre abseits gewesen. Und er will jetzt auswechseln, keine Ahnung. Ich trinke einen Schluck. Echt spannend. Schuss aufs Tor 1-4. Mal gucken, was er jetzt noch macht. Wen er jetzt reinbringt. Ich lasse alles wie gehabt. Er macht es mir nicht leicht. Ich muss eigentlich, glaube ich, mehr über die Außen mal durchgehen und auch eine Flanke setzen und Jovetic vielleicht kopfballtechnisch mal austesten. Oder einfach hoffen, dass er... Ja, kaum gesagt, gemacht. Gesagt, getan. Er legt ihn sich immer so weit vor. Und das darf nicht klappen. Was? Geh hin! Oh Mann, ich muss dieses Spiel gewinnen. Verdammt! Wenn es so weitergeht, werde ich verlieren. Naja. Da kriegt er eine Ecke für so einen pebbeligen Schuss von da hinten, ey. Ich muss auch mehr von hinten drauf schießen. Aus null Situationen so eine Ecke rausholen noch, ey. Das ist einfach unglaublich. Ja! Perfekt! Das war so perfekt gemacht. Ich hätte angedreht machen müssen. Aber da kam der andere von der Seite angepisst, da habe ich dann Schiss bekommen. Ach. Ah, Mann. Das war Vorteil nicht genutzt. Schade, da wollte ich mal schön durchlassen. Jovetic! Ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll. Weiß es noch nicht. Ja, also das ist ja alles auch nicht zwingend, was er da macht. Jetzt nochmal Schirle. Oh, gefährliche Sache. Ah, das war jetzt zu schnell gemacht von mir. Nee. Scheiße. Weg damit. Was haben wir denn? 84. Da geht doch noch was. Oh. So, Wischer. Nein, nicht so weit nach außen. Wischer! Der ist halt echt nicht schnell. Fürs Mittelfeld hat ja auch mal wen anders überlegt. Was jetzt nicht mehr wer? Oh Mann. Verliert er da den Ball? Foul. Krass, ein 0-0. Und jetzt da außen. Ja, Monreal. Nein! Abgefälscht, Ecke. Es gibt nochmal eine Ecke. Oh Mann, meine Herren. Meine Herren. Kommt zu nah an Keeper und damit wird abgepfiffen. Ja, er pfeift ab. 0-0. Das heißt, es gibt nochmal eine Begegnung. Ah, verdammte Axt. Das kann doch nicht wahr sein. Also das war eine glückliche... Das waren zwei verlorene Punkte für mich und ein glücklicher Punkt für den Gegner, finde ich, an der Stelle. Wobei er seine gute Chance hatte, aber das war halt die eine extrem gute... Mit der Latte da. Ich hab einen Elfmeter nicht gegeben bekommen. Also das ist halt auch wieder Wahnsinn gewesen.
So, das hier. Ja, den, so einen, ich weiß nicht, was man hier, kann man da noch was machen bei dem hier? Das ist so kurz alles. Na, das war nix. Ja, das ist das hier. Der ist halt auch wie ein Weltmeister immer reingekretscht in die ganzen Sachen. Das war schon ganz schön fies. Ah, gut, das war direkt auf den Mann. Ja, den muss man machen. Also, wenn man den nicht macht, dann braucht man sich am Ende nicht wundern. So geil vorbereitet. Normalerweise, ich weiß auch nicht, warum er nicht weiter nach rechts geschossen hat. Angedrehter Schuss, dann wäre der drin gewesen wahrscheinlich. Naja. Ich hatte viele Möglichkeiten. Hat es leider nicht geklappt. An der Stelle. Und im nächsten Spiel würde ich sagen, testen wir einfach mal Huntela aus. Huntela und Mandzukic im Sturm meiner Bundesligamannschaft. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Also schaut wieder rein und dann gibt es hoffentlich den Meistertitel endlich. Ja. Also in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Daumen hoch.